Hallo und herzlich willkommen zu Stell jetzt nicht nochmal neu. Was? Mach Was ist weiter! Drin? Mach weiter, zu einer neuen Aufnahme von Trust and Betrayal. Heute im Team Grün unterwegs mit Alucard, Krabs One, Exterior, Dadosh, Maru, Shigo und mir Anonymous. Hallo! So. Guten Tag! Darf ich jetzt weiterfliegen? Der Ofen ist in der Zwischenzeit ausgegangen. Das liegt aber daran, dass wir so lange gebraucht haben. Es lag nicht an mir. Dadosh, hast du noch Holz? Ja, wie viel brauchst du? Hier nur für ein Schild. Bei dir, warte. Darf ich in deine Haut? Ja, ist ja noch kein Schild dran. Nein. Oh nein, da kommt einer reingeflogen. Ich höre ihn. Einfach mal Nein sagen. Kriegst du ins richtige Haus? Ja, da kommt auch Nein weg. Schatz ist hier. Hier brauchst du. Achso. Was ist das? Ist das für ein Holz hier? Das ist Babyholz? Ja. Dankeschön. Babyholz? Das ist von dem rosa Baum. Ja, genau, das weiß ich. Ich hatte ja vorher. Wenn du daraus eine Tür baust, kriegst du eine Herzchentür, ne? Ehrlich? Was? Ja, echt? Ich hab's. Ja, ja. Nur dein Wasserfall, das hört sich total doof an. Nee, also ich hab eine ganze. Dann ist das nicht das richtige rosa Holz. Blaue ich hatte. Nee, es gibt noch rosa da. Okay. Oh, leck. Rosanere, ja. Geht noch viel rosaner. Also wenn du jetzt einmal das Haus verlässt, darfst du nicht wieder reinkommen, ne? Mach nicht, ich bin. Ich nämlich gerade ein Schild dran gemacht. Kann man auch Gemeinschaftsschilde machen? Also sagen, das ist das Haus von dem und dem? Oder? Du kannst ihm die Rechte geben, da reinzugehen. Ja. Was für Schilder hast du? Ach Gott, ich kapiere das ganze Prinzip nicht. Also du kannst an einer Tür ein Schild setzen und sofern man in das Haus schon reingekommen ist, ist das dann quasi ab da eine Safe Zone nur für dich. Wenn du auf ein Schild Krabs One schreibst, wenn du in deinem Haus einen Raum hast, wo deine Kisten drin sind, da schreibst du Krabs One drauf, dann darfst da nur du rein. Aber das darf ich ganz außen nicht machen, oder was? Nein, der Haupteingang muss frei sein, damit die Leute in das deinem ist Haus... Das ist ja blöd, ich habe ja nur einen Raum hier, ich habe ja nur eine Höhle. Ja, dann mach noch eine Kammer dahin. Davor meinst du, Eingang? Davor machen, ja. Ja. Oh. Wenn es nur einmal eins groß ist. Ups. Das ist kein Haus. Mit nee, ich meine die Eingangshalle. Die Eingangshalle. Achso. Ich baue mir jetzt auch erstmal was für. Meine Eingangshalle ist auch einmal eins groß. Kann sich drin verstecken, das ist wichtig. Ja, genau, das ist sehr sinnlich. Kannst du mir noch einen Tipp geben, wo die Lava gefunden hast? Ich finde sie nicht. Krabs, bist du schon bei dir? Hast du schon Ja, Stein? Bin ich. Weißt du überhaupt, wo ich bin? Ich hoffe, in der Nähe von deinem alten Haus. Ja, nee, ja doch, doch, doch. Ja, so nee, ja, doch. Ja, nee, nee, doch, doch, ja, nee. Das ist schon weit. Ja, nee, ist klar, ne? Was für ein Aluminiumerz brauche ich denn? Ich habe ja Aluminium-Ohr. Ist das das Richtige? Das ist beides dasselbe. Also auch das Galaktikraft-Aluminium-Erz und das... Mach mal die Türen auf. Oh, wie frech sie ist. Ich bin in der Wand. Ich bin in der Wand. Ja, warte, ich komme sofort. Hier, wie frech, Ich gebe dir die Erlaubnis, mein Haus zu betreten. Nee, will ich jetzt nicht mehr. Da hinten ist noch ein grünes Haus in der Wand. Das könnte dein sein. Ich baue mir gerade einen Lagerraum. Also bis an ist hier vorne wieder freigegeben. Ich bin gerade reingekommen. So gemacht, weil ich dachte, dass ich gleich aufhöre, es aufzunehmen. Deswegen. Mein Haus? Soll ich dich irgendwo abholen? An deinem blauen Haus. Ja, Augenblick, ich muss mich erstmal verwandeln. Wenn ich hier hüpfe, bin ich tot. Warte, ich habe noch ein grünes Haus in dem Berg gefunden. Hallo? Das sind zwei Türen da vorne dran, oder? Nein. Das ist wahrscheinlich meins. Nein, das ist jetzt Marus. Das davor war nicht Marus. Ich fliege jetzt zu meinem Haus. Also Krebshaus ist das mit den zwei Türen am Eingang. Ich bin jetzt bei dem da, bei dem blauen. Ja, ich bin da drüber. Bei der blauen Wand. Ich lande jetzt, da bin ich. Ja, hallo, siehst du mich? Hi, hallo, kommst du noch mit? Okay, Abgang. Oh Gott. Ach, was er nach unten gebaut. Ja. Mhm. Ah, hier versteckt. Ja. Hallo. Kommst du noch rein? Ich mach die Tür mal zu. Boah, das ist schon eine Schmelze. Ey. Geil, ne? Ganz allein geschafft. Oh, Krabs, bring mir deine Skills bei, bitte. Jetzt. Hast du diesen den komischen Tisch da? Die Schablonen brauchst du. Du brauchst eine Spitzhackenschablone in der Schablonenkiste. Was habe ich denn da? Da habe ich eine Gewürfschablone. Ja, du brauchst die Spitzhackenschablone dann und das Zwischenstück. Einfach beigehen. Also, du kannst dir auch eine Spitzhacken-Axt-Kombination bauen. Und übrigens. Ja. Kombination. Das Villager-Dorf, was ich markiert habe, da sind auch diese ganzen Schablonenkram-Sachen schon drin. Also Team Blau kann da auch hingehen, dann in späterer Aufnahme. Wir sind nicht Team Blau gerade. Ja, nee, gerade nicht. Und Krabs, diesen Tisch hier, wo ich jetzt drauf sitze, musst du neben den hier stellen, dann werden die verbunden. Neben und du kannst daneben sogar eine Kiste stellen, wo die Dinger dann drin sind, dass du nicht mehr in der Hand haben musst. Ja, das ist musst. Ja die Kiste, die Schablonenkiste. Ach so, okay. Wenn die jetzt daneben... Also. Der muss Lass noch da, ist gesagt. Ja, genau, weil wenn du jetzt drauf drückst, auf den. Ja, ganz gesehen, ne? Gesehen. Aber ich kann nicht nochmal nachfragen, hat einer von euch eine Ahnung, wo eine Lava ist? Ja. Bau dich unter die Erde. Okay, ja. Bau mir Schablone. Werkzeug, Griffschablone brauche ich?
Nee, die brauchst du nicht, da geht ein Holzdicky. Die Spitzhackenkopf und dieses kleine X. Spitzhackenkopf und das kleine X, sag ja, es gibt so, es gibt zwei Verbindungsstücke, wir bauen das kleinere. Muss ich in die Höhlen gehen, okay. Das da. Ja. Geil. So, und jetzt gehst du an den Tisch daneben. Ja, ich leg die Dinger hier erstmal auf. Wenn ihr... Moment, die Tasting geht auf dem ganzen grauen Gebiet? Ja. Ah, Mist. Wollen wir jetzt? Gehst du an den Tisch hier links neben dran, also ja. Da, und ziehst eine Schablone da unten rein. In die Werkzeugtable unten zum Beispiel. Ich bin jetzt hier in der Höhle. Da machst du einen geschliffenen Steinblock daneben. Ein geschliffenen? Musst du weit runter gehen. Ja, also einmal. Nee, genau. Nee, und jetzt kannst du den Stein Spitzhackenkopf rausnehmen. Geil. Und das machst du mit dem Verbindungsstück jetzt auch noch, auch aus Stein. Kann ich noch was fragen? Ich bin jetzt hier in der Höhle, die von außen her nicht in der Safe Zone ist, aber anscheinend ganz knapp an der Grenze der Safe Zone von der grauen Map. Und das ist eh keine richtige Safe Zone mehr. Das ist eine Kiste drin. Da zwei Sachen bei raus, Dalu. Also dann nehme ich jetzt noch nichts raus. Das eine ist nur so Abfall, diese Steinschämen, die weil kannst du aber trotzdem mitnehmen. Weil hier sind nämlich Bronzeköpfe und sowas drin, das ist schon also eine Rüstung. Nee, lass die mal. Ja, und jetzt machst du da raus, aus diesen drei Sachen in der Workbench, hier. Nee, Quatsch, kannst du einfach so, glaube ich, zusammenbauen, oder? Wo war denn da nochmal der Werkzeugkasten dafür? Grünes. Ach nee, Quatsch. Hier, an dem hier, an der Werkzeugstation. Oh, Moment, warte. Ja, okay. Machst du, drückst jetzt auf die Spitzhacke links oben erstmal. Da lege ich jetzt rein. Das rein. Oder das ist Öl, ne? Öl das ist Öl und ein Sticky oder was? Ja, genau. Kannst du mir auch mal eben zwei Steine geben? Quasi. Ich hab was gesägt, ey. Da kommt, das wird noch krasser, ey. Warte, ich verwandle mich mal zurück. Bitte. Oh mein Gott, ich hab gesehen, wie sich hier ein Mensch verwandelt hat. Guck mal, wer hässlich steht vor der Tür. Ich geh weg! So ein Monster steht. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich habe euch gerade zufällig hier gefunden. Okay. Oh, geile Brille, Krabs. Du bist ja voll der Hipster. Ich bin Professor. Du bist voll der Hipster. Braucht man Quantum-Erz für irgendwas jetzt direkt? Nicht wirklich. So, pass auf, hier, Krabs. Ich habe mir die jetzt auch gebaut. Geil. Und, hast du die auch gebaut? Und die packst du jetzt. Also ich packe erstmal deine Schablonen. In den Müll, weil es scheiße war, oder? Nee, hier rein wieder in das Teil. Dieses Miner's Delight kann man irgendwie. Pack die da jetzt rein. Mal gepackt. Und jetzt kannst du die. Ist das hier der Verbesserung? Ist der Werkzeugtisch auch der Verbesserungstisch? Boah, mit gewesen? Diamant. Ja, genau. Abbaugeschwindigkeit 4. Abbaulevel Obsidian. Okay, das ist schon mal gut. Was kann ich denn da noch reinpacken? Redstone und Schleim und Lapis. Redstone kannst du mega pushen. Ach, Lapis habe ich leider nur in meinem blauen Haus. Lapis Lazulis. Dann packe ich da mal ein bisschen Redstone rein. Was bringt ich glaube, jetzt habe ich das. Redstone macht, glaube ich, die Geschwindigkeit. Genau. Und Lapis ist Glück. Ah, hier vorne. Ja, da kann ich ja ganz viel Redstone rein. Richtig, für nehmen, du kannst auch direkt Blöcke nehmen, dann wird es direkt mehr. Mhm. Hier, lass Shigo nicht hier rein. Die hat ihr Haus auch so gesichert, dass wir nichts sehen können. Meinst du, jetzt wieder freigegeben? Ja, aber gerade, ich müsste aufhören. Aber wieso steht ja Redstone 1 von 50? Du kannst 50 Redstone reinpacken. Weil du das du nimmst, pack Redstone rein, so viel wie du hast. 42 habe ich. So, und jetzt nimm die Spitzhacke rechts raus, tu sie links wieder hin. Rechts raus, links wieder hin. So. Dann, du kannst auch Blöcke draus machen oder mehrere übereinander legen. Oh, was ist denn cooles Wasser, ist das hier denn? Okay, alles klar, da kommt immer mehr Hate. Fenster, die zwei hoch sind, kann man reingehen, ne? Ja. Okay. Wessen grünes Haus ist das hier denn hier unten? Ist die toll, die Spitzhacke? Ja. Und du musst aber denken, du kannst, das ist halt jetzt nur eine Steinspitzhacke, ne? Die kann, hinterher kannst du halt auch noch viel geileres Zeug. Hätte ja auch Eisen nehmen können, du. Arsch. Nee, kannst du nicht. Nee, da brauchst du den anderen Tisch. Da brauchst du den besseren Tisch. Nee, das musst du gießen. Ja, Eisen kannst du auch an der Toolstation machen. So, wie schnell ist das denn? Aber du musst halt gießen. Muss ich was abbauen. Ist es so, an den Level zu investieren oder muss man damit warten? Und bei der Spitzhacke Krabs hast du den Vorteil, die kannst du immer wieder direkt reparieren, indem du sie einfach da reinziehst und einen Stein dazu packst. Okay. Die muss halt voll aufbessern. Ja, du musst sie halt komplett pushen, für die Schmelze brauche ich die jetzt ungefähr jetzt so wie die Diamantspitzhacke. Ja, und du hast ja noch nicht mal alles drauf. Muss neben der neben der Drain muss ich einen Knopf hinsetzen, oder? Muss ich die auch? Nö, die kannst du auch mit. Ich fliege am Aus. Gut. Direkt angreifen. Oh, wie geht die zu? So. Das heißt, jetzt muss ich erstmal Aluminium und Kupfererz zusammenmischen, um mir die Cars zu machen. Geil. Mhm. Aluminium und Kupfer war für diesen gelben Barren, ne? Und daraus kann man ja diese Schablonen machen, die neuen. Genau. Aber wozu brauche ich denn eine Werkzeuggriffschablone? Ja, für den Griff von dem Werkzeug. Du musst das Werkzeug zusammensetzen. Du kannst ja später einen anderen Griff noch nehmen als jetzt Holz.
Aber bei dem Steinding bringt das nichts. Du musst bedenken, dass der Griff auch wichtig ist. Also du kannst nicht einen Steingriff zum Beispiel machen, der halbiert deine Geschwindigkeit. Hm. Okay. Mach später einen Goldgriff oder so. Das gibt's auch noch so Regeln. Gold nicht. Geht nicht. Nee? Wir werden wirklich noch hochgraben hier. Oh, ihr Noobs, Gold geht doch nicht. In dem Fall nicht, weil... Keine Ahnung warum, aber es geht einfach nicht. Weiß doch jeder. Ja, doch jedes Baby. So, genug Holz abbauen. Für ganz viel Action. Spitzhacke, Redstone-Blöcke nehmen wir jetzt so. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Was wäre denn das erste Material, was man schmelzen sollte? Bronze dann, oder? Ist Bronze besser als Eisen? Ja. Was ist? Okay, also Kupfer und Zinn, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Ja. So, 3 zu 1, also 3. Hm? Das ist das geil, ich hab's komplett... Also meine mehr Redstone passt da nicht mehr drauf auf die Spitzhacke. Was kann man da noch so drauf tun, Shigo, außer die Diamanten? Was steht in dem Buch? Also du Redstone, kannst Spitzhacken technisch, ja Lapis, aber da brauchst du halt extrem viel, weil für Lack 3 brauchst du 450 Lapis. What? Ansonsten empfiehlt sich ein... Ansonsten empfiehlt sich ein... Goldblock mit einem Diamanten zusammen ergibt einen weiteren Modifier. Dann natürlich Moss für Repair und den Diamanten würde ich jetzt gar nicht mal so empfehlen, es sei denn, man hat jetzt Stein oder so, ab Bronze lohnt sich das nicht mehr. Dafür würde ich dann zum Beispiel vielleicht auch auf eine extra Spitzhacke Silk Touch drauf machen mit diesem Silky Jewel, den du dir aus einem Emerald und ein bisschen Fäden oder so machst. Ich weiß gar nicht mehr genau, was. Und weil du kannst halt zum Beispiel... Wenn du so einen Pulverizer hast, so eine Maschine eben, kannst du aus ganzen Erzblöcken, beziehungsweise zum Beispiel Redstone, das Doppelte nochmal rausholen. Warum kann Diamantenblöcken. Warum kann ich jetzt auf meine Spitzhacke keinen Lapis mehr drauf machen? Da ist Redstone und Diamanten drauf. Du hast nur einen bestimmten Anzahl an Slots. Mehr. Hm. Also es gibt noch Autosmelt. Ja, drei Modifier, ich habe ja nur Redstone und Diamanten drauf. Wie viel Redstone hast du denn drauf? Ach so, weil es komplett voll ist, geht dann kein Dingens mehr. Ja. Also du kannst ja durchgucken. 50 Redstone sind jeweils einmal ein Modifier. Es gibt noch Autosmelt, damit kannst du, wenn du abbaust, direkt Geschmolzen bekommen. Würde ich nicht empfehlen. Dann halt Lack für Blau, dann Sharpness mit Schwarz, Feurig mit so einem Feuerding, Nekrotik mit so einem schwarzen Knochen, Silky mit, was ich, so einem weißen Diamanten. Ich empfehle auch, wenn ihr Tools macht, was jetzt ein bisschen besser ist als Stein, zum Beispiel Bronze, macht die das Stick quasi für das Tool aus Papier. Papier gibt euch einen Modifier dazu. Das heißt, ihr habt einen Modifier mehr von Anfang an. Wie mache ich Papier? Also Papier, Buchpapier sozusagen. Genau, einfach ja, Papier in den aus Bambus Dinges oder was meinst du? Hm? Toolstation. Wie baut man jetzt Dance Table nochmal? Wieso kann ich mit der Spitzhacke Dings platzieren? Die. Fackeln, ist ja geil. Mit Rechtsklick, ja, das ist ganz praktisch. Ja. So, Kiste. Kloppt. Wie schreibt man das? Ramson ist mal hier hoch. Hey, was setzt die Spitzhacke hin? Weil wenn ich mit der Spitzhacke Rechtsklick mache, setze ich ein Golderz. Das Rechts, das was glaube ich unmittelbar neben ja, der Spitzhacke. Ja, was daneben ist, ja. Wie heißt dieser Stencil Table nochmal? Wie schreibt man das? Welche Sprache hast du? Englisch. Ich überlege nur gerade, wie ich mir diese Dinger baue. Ich weiß es gerade nicht. C-I-L. Blub, blub, blub. Okay. Eine Einstreuz. Boah, hier unten sind keine Bäume mehr, ey. Schon alles abgeholzt, aber. Das Toolstation muss, glaube ich, eins nehmen. So, Stencil Table. Oh Gott, ich bin vergiftet. Ich bin irgendeine Suppe gelandet. Wie heißt das dritte Teil? Was können wir da kurz noch sagen? Ich hatte gerade mal Haar. Passt die, schon. Also, den Table und die Toolstation habe ich. Toolstation und die Partbilder. Okay, Partbilder. Dann lies einfach das Buch und bau nach der Reihe. Achso. Das Buch das hat Buch. Nur Bilder. Das, ist ein das Problem ist, mein Buch ist in der anderen Kiste, in dem anderen Haus. Also du kannst es ja auch craften. Mit einem Buch, einem normalen und so einem
Wie heißen die Dinger? So eine Form halt. In einer blanken Form. Okay. Hab gar nichts davon gebaut, fällt mir gerade auf. Hui. Bilder. Dance, Table, Pattern, Chess und ein paar Bilder brauche ich jetzt noch, ne? Heidenholz ist ja cool. Ich habe so unfassbar viele Diamanten, ey, das ist schon fast lächerlich. Ich klopfe meine Tür. Hey, Zombie, lass das. Er macht meine Tür kaputt. Hallo. Polizei, Polizei. Wo, er ist an meinem Haupthaus. Er ist an meinem Haupthaus. Mann, er ist verbrannt. Ah, ja, die Tür ist fast im Arsch. Moment. Repariert die sie? Wenn... Die kann nicht kaputt gehen eigentlich, wenn es nicht auf hart steht. Was sollte auch? Ach so. Ja, guck, die ist fast kaputt. Wenn es auf hart wäre und ein Zombie die Tür wegmachen würde, wäre das Haus dann noch gesichert? Ich hätte eine Wolle am Eingang. Achso, der Eingang zählt ja nicht die Tür, stimmt. Extrem hoch, ey. Mein Inventar ist zu klein. Dann bau dir einen Knapsack. Wenn du mir sagst, wie? Tipp mal unten im NEI Knapsack ein. Ist das den Rucksack, den man hinstellen kann? Da brauche ich Tough Iron. Okay, kann ich auch Eisen schmelzen in der komischen Schmelze? Ja, ja, da kannst du alles drin schmelzen. Okay. Aber denk immer dran, okay, es ist jetzt schwer zu erklären, aber manche Eisen schmelzen sich zusammen. Zum Beispiel darfst du nicht Zinn und Kupfer zusammen in die Schmelze tun, wenn du nicht beabsichtigst, Bronze zu machen, weil die schmelzen, die verbinden sich auf jeden Fall. Das kannst du nicht verhindern. Deswegen immer nacheinander machen. Wenn du keine Bronze möchtest. Also ich brauche also eine Tough Rod für diesen Knapsack, genau. Gleiche gilt für Gold und Silber und für Ferris und Eisen. Gold wie und repariere Silber? Ich einen Rucksack, Shigo? Das weiß ich nicht. Ich glaube, den kann man gar nicht reparieren. Wie geht der denn kaputt? Ich habe den indem fast kaputt abbaust. Bekommen. Ich glaube, indem du ihn immer wieder abbaust. Wieso kann ich mir kein Großschwert, kein Breitschwert bauen? Weil du dafür brauchst du eine Toolforge. Was? Das ist der Verbesserung. So. Ach, verdammt, Alter! Nee, das Breitschwert ist normal, das ist das normale Schwert, aber da brauchst du halt ein extra, brauchst du die ganzen Patterns für. Ja, hab ich. Ich habe, was hab ich hier? Robuster Griff. Okay, was? Breiter Steinschützer und die große Steinschwertklinge. Mit was würde ich denn am besten anfangen? Soll ich mir erst so nur die Bahn machen? Weil vielleicht geht es aus Stein oder? Nicht, Krabs. Ich hab das ja das alles schon gebaut. Würdest du mir empfehlen, kannst du zusammenfügen, weißt du? Mir erstmal Blöcke zu machen oder der Karte? Das große Schwert versucht mal das große, den große Verbindungsstück zu nehmen und nicht das kleine, ja, also das große X. Da steht ja drauf, du kannst es auch in der Pack packen und so. Beispiel, du möchtest das Bowsword haben, brauchst du ein Swordblade, eine Toolrod und eine White Guard. Steht in dem Buch drin. Das war doch das. Es gibt nur Brust- und Werkzeuggriff-Schablone. Ich hab das mal nicht genommen. Wenn du in der Tools genommen. Gerne die Toolstation, du musst da oben auswählen, dann Broadsword, ja, und dann brauchst du, steht da rechts auf, du brauchst ein Sword Blade und White Guard und ein Handle. Ja, ich hab, ein großes hab ich halt, weil, okay, das gibt's dann hier nicht. Ach so ein Scheiß. Wo seid ihr, Mensch? Wo ist denn mein Gold hier? Okay. Das heißt, Spitzhacke ist viel geiler als eine Diaspitzhacke. Kann ich auch Diamanten schmelzen in der Schmelze, um mir eine Diaspitzhacke zu machen aus? Nein. Oh. Die Spitzhacke, die ich jetzt gerade gebaut habe, Shigo, die ist ja aus Stein. Ich kann damit aber auch alles abbauen, alleine deswegen, weil ich ein Dia dran gemacht habe vorne, ne? Weil ja, die zeigt dir, wie viel du abbauen kannst. Genau. Kann ich auch Eisenerz schmelzen? Ja. Du kannst alles da reinpacken. Ja. Eisenbahn meine ich, ja. Eisenbahn, okay. Gummibäume. Brauche ich Zinn? Ich brauche Zinn, verdammte KK. Sie hat das K-Wort gesagt. Ich hab KK gesagt. Also K und ein K, also die Buchstaben K und K. K und K. Komm so. Das heißt, muss ich mir jetzt erstmal eine Tough Word bauen am besten, ne? Ne. Tool Word. Ich brauche eine Tough Word. Schleimige Setzlinge, ja, das reicht. Ist das Wasser hier auch besonders? Nein. Ja, darin ist Sporn Prime. Sporn ist das Wasser Prime. Auch so hell? Wenn ich das Wasser, was hier drin ist, in den Eimer packe, habe ich dann auch dieses hellblaue Wasser oder ist das ein normales Wasser? Ja. Das ist dann Slimy Water oder wie das heißt. Und daraus kriegst du, also das ist quasi ein blauer Slime Spawn. Das heißt, jetzt ist irgendwo hin, können blaue Slime spawnen. Wenn ich ein falsches Material drin habe, wie kann ich denn kontrollieren, was rauskommt? Normalerweise
Also ich habe jetzt quasi, wenn du es in die Toolstation reintust? Mein Fehler war ja jetzt, ich habe jetzt Eisen geschmolzen, aber ich habe ja noch überhaupt kein Ding. Achso, du kannst einfach das, was du brauchst, noch dazu schmeißen und du kannst mit Klick auf die Flüssigkeit die nach unten setzen, dass der quasi das nach unten setzt und als erstes rauspumpt. Okay, nein, ich nehme es einfach wieder raus, bevor es geschmolzen ist. Boah, hier ist ein riesiges Feld, oder ist das ein Biom? Das Weizenbiom? Ja, das war, da war ich auch schon drin. Ja. Da habe ich voll viel abgemäht, einfach nur, weil es mega okay, weil macht. Ich muss jetzt erstmal eine Taffrot aus Holz bauen. Das Weizenbiom. Die muss ich dann in den Cast schmelzen, damit ich mir dann eine Taffrot aus Eisen bauen kann, richtig? Ja, genau. Aber denk dran, die ganzen Tough-Dinger und die großen Crossword und hast du nicht gesehen, dafür brauchst du die Toolforge, also das mit den Blöcken, den Teilblöcken. Ich habe ein Part-Bilder. Wie kann ich jetzt aus dem Part-Bilder, ich habe die Toughrod-Pattern, wie mache ich daraus jetzt eine Holz? Also wo muss ich das hinlegen? Da brauchst du in den Part-Bilder, da wo, also in den linken Slot von dem Ding und rechts dann das Material aus, was du das machen möchtest. Aber denk dran, für die großen Dinger brauchst du mehr Material, zum Beispiel für Toughrod okay. 3 okay. Und was auch immer. Ich sterbe. Also, ist mein Loch da. Ich sterbe. Stirbst du? Ich mach doch nicht. Halbes Herz. Team Blau. Du bist der Team. Du bist der. Schade, Team Rot. Team Rot. Nee, ich bin Team Rot. Ja, ah, dann bitte nicht sterben. Nicht sterben. Nein. Ich hab's noch überlegt. Ich bin auch so sehen durch Lava geflogen. Ich muss auch was ich essen. Ich spare mir gerade fleißig Gold. Aber sterb doch mal. Nein, ich bin jetzt nur einmal gestorben. Oh. Das durch Zufall. Oh, ich hab ein Buch reingelegt. Die. Mal als Zombie verwandelt. Viermal. Naja. Also ich brauche 3 Kupfer, 1 Aluminium, richtig? Mr. 3 Tode. Steht auch alles in dem Buch, Mann. Lass mich bald ein. Achso, das Buch habe ich schon. 3 Kupfer, 1 Aluminium. Masterplan, liebe Leute, ist nämlich folgendes. Länger leben. Oder so viel im Vorrat aufnehmen, dass du die nächsten Wochen nicht mehr sterben kannst. Guck mal, diese Aufnahmesession bin ich noch kein einziges Mal gestorben. Ich finde, das ist schon ganz gut. Nee, ich auch nicht. Wäre fast passiert. Weißt du, man muss ja auch mal die Feste feiern, wie sie fallen. Genau, jetzt muss ich diese Taffrot da reinlegen und den Cast schmieren. Doch, Dalukat fällt ganz gern mal, habe ich gehört. Ja. In den ersten Aufnahmen gleich 2-mal, ne? Ja, wie heute auch schon wieder einmal. Ah. Alle meine Tode sind bis jetzt nicht Fallschaden. Ja, so hast du eine volle Tierrüstung? Was? Ja, aber die hilft mir nicht vor Fallschaden. Wie soll das nur enden mit dir? Oh boy. Okay, für Bronze brauche ich Zinn und Kupfer. Solltest du am besten in Fledermausgestalt bleiben, dann passiert nichts mehr. Ja, aber da baut sich schlechter. Ja, du musst das Schiff drücken. Entweder oder, ne? So. Okay, ich brauche. Jetzt nämlich folgendes: hier Trumpf. Dann, wenn ich jetzt mein Eisen schmilzt, suche ich mal Zinn. Zeit, sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, sozial, ich werde hier noch eine Kiste und ein. Wir machen keinen Fallschaden, ne? Nee. Oh. Soll ich jetzt da draußen hin? Was ist das denn? Apfelbusch. Mal hier ein paar Sachen wegwerfen. Wieso stackt das nicht so? Diese Höhlenspinnen sind ganz schön aggressiv. Ja, muss ich das Feorus-Ohr schmelzen? Hier ist irgendwo so ein scheiß Spawner von denen. Okay. Erstmal finden. Was brauchst du für Invar? Hier. Noch ein bisschen Futter hier. Ist das besser als Bronze? Nein, du kannst es nicht benutzen. Für Tools. Ach so. Außer für andere Dinge. Ja, das ist egal. Es gehört erstmal Tools. So. Erstmal Zinn abbauen. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. La. Die Sachen zu entdecken, ich bin überfordert. Ich bin gar nicht zum Bauen, weil ich die ganze Zeit nur rumfliege und gucke. Ja, das war bei mir auch so. Ich suche Schafe und ich brauche Wolle. Wofür? Weil ich Wolle brauche. Im Bett oder? Wieder irgendeine krasse Waffe oder was? Nee, ich muss mir eine Aluminiumleitung machen. Ja, aber kennst du nicht die Fluffy Gun? Ne, was? Aluminiumleitung brauche ich. Ach so. Was ist denn ein Raumschiff oder was? Ich baue mir jetzt erstmal einen Kohlegenerator. Ey, ich hab gar nicht mehr auf mit den ganzen scheiß Spinnen hier. Damit ich Strom erzeugen kann. Gott, ey, die ganze Technik-Sache muss ich auch noch. Ja, das darf ich mich gar nicht erst dran gewagt. Das kann ich zum Glück. Okay, dann dann später, Technik? Wenn ich ein bisschen mehr Material hab, baue ich mir ein Solarkraftwerk. Haha, du bist ein. Ja, kommt. Tacket habe ich auch schon mal gespielt, aber da habe ich eher gefarmt als irgendwas gebaut. Ja, das gehört zu Dings, Galactic Craft. Ah, da ist dann ja das. Weg von diesem Planeten. Und dann so quasi am Ankunftspunkt dann irgendwie so eine Falle auf, wenn ihr da ankommt, stirbt sofort. Und, Ja, komm, lauf in die Lava. Na
Komm, hopp, fein, machst du das. Ich bin Spinnenspawner hier. Down. So. Puh, so, jetzt bin ich hier schon mal safe. Das ist schon mal gut. So, jetzt kann ich... Ah, nee, Eimer. Oh Gott. Lava sammeln ohne Eimer ist blöd. Heiß in den Händen. Ja. Ah, das, ja. Das könnte man jetzt so sagen, aber... Ist da los Haus? Nee, Anna. Was? Dein Haus. Hallo. Oh, ein Schneebiom. Auch hallo, komm rein. Guck, ich bin voll sozial, Maru. Ich habe hier mal zwar mein Zimmer eingerichtet, aber ich habe hier noch in die Kiste was zu essen gelegt, wenn sich jemand hier reinflüchtet. Oh. Und Crafting Table. Will jemand Packeis? Wenn du reinkommen willst. Packeis? Packeis, okay. Ja, hier kann ich Packeis abholen. Ah, also, hier richte ich jetzt hier meine kleine Maus schon gefunden. Also ich mein Haus ist noch funktional. Ich baue erstmal alles funktional, dann baue ich schön. Ja, das ist bei mir genauso. Ich muss das dann auch noch irgendwie ein bisschen. Ja, dein ist ja schon schön gebaut. Echt? Dann war ich nicht in ein anderes Haus. Rund, es ist rund gebaut. Ich habe ja eckig. Es ist rund, das heißt ja nicht, dass es schön ist. Ist schöner als eckig. Ich weiß nicht, symmetrisch ist, aber da würde sagen, es ist hässlich. Konnte man denn noch Spinnenwebe abbauen? Ja, da, du Schwert. Schwert. Ja, einfach drauf. Mit was muss ich auf die Forse klicken, damit die abbaut? Hier. Ah, rechts wieder drauf, okay. Das ist ja von der Erde. Gehärtete Erde. Will diesen Spawner. Okay, ich hab. Warte, gehärtete Erde, ist das nicht auch dieser Brennstoff? Nee. Hm. Orf gibt's ja auch. Oder gibt's das? Ja, ich muss das Buch gucken und mal gucken, was ich bauen möchte. Genau, ich möchte diese. Rotfels. Wie kriege ich mit dem Spinnenwebe hier mit dem Schwert nicht weg? Hm. Das ist komisch. Normalerweise geht das. Ja, das ist so um den Spawner herum und ich komme da halt nicht dran, weil das so übelst viel Spinnenwebe ist. Mit dem Schwert bekommt man das weg. Ja, ich habe ja ein Schwert, aber ich kloppe und kloppe und das wird nicht weniger. Du fliegst vermutlich. Ich glaube, ich brauche mal einen Hammer. Hammer klingt gut. Das kann sein. Ah, okay. Dann boah, ich erlebe das aber auch richtig übel, weil die Blöcke tauchen immer wieder auf. Ja, ich kann gerade auch in meine Kiste. Das liegt am Server, nicht an mir. Der Server ist auch gerade am Laggen. Ja, der Server ist gerade hart. Oh ja. Wir sind sowieso gleich bei beim Ende der Aufnahme. Ja, das ist voll blöd, weil ich hier nichts mehr abbauen kann, ey. Ja, ich warte auch auf mein Golderz gerade die ganze Zeit. Wollen wir danach noch eine Folge machen? Oh, das ist ja voll. Jetzt, da liegt mein Golderz. Ja. Hä? Nee, die Sache kommt nicht. Bei meinem geheimen Lavapool. Bei mir geht's gerade wieder. Ja, der Spawner ist weg. Tada. Hammerhead, Knifeblade, Chiselhead, Toughrod. Du, ich bin das Schiselhead. Ich hab hier Diamant gefunden. Gold Axe, Chiselhead, Extractor, Large, Hammer. Oh, ich müsste gleich wieder zurückfliegen, aber wenn ich jetzt einmal rausfliege, will ich auch irgendwas finden. Ja, boah, ist das ätzend. Also, das ist meine, ey. Das ist das Einzige, was ich finde. Okay, für den Hammer brauche ich also noch. Klee. Gibt's auch eine Pattern Chest? Ja. Kotz hier gleich cool. Ab. Die nennt sich sogar Pattern Chest. Achso. Ringfossile irgendwas? Nee, eine Cast Chest meinte ich. Ja, du kannst die wiederbeleben. Die kannst du auch in die Pattern reinlegen. Hm? Aua, aua, aua. Kannst du wiederbeleben, Dalu. Das ist aber ein Stein. Oder ist jedes Stein ein richtiges Fossil, was ich wiederbeleben kann? Aber wir sollten dann langsam wirklich Schluss machen, weil wir vielleicht 30 Minuten erreichen, dann haben wir ein Problem. Gut. Okay. Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.